Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 2020. Wir starten gleich rein ins Blitzqualifying hier beim großen Preis von China in Shanghai. Dieses Rennen zeige ich also heute in Highlights. Ich denke mal, die Strecke ist euch bekannt, von daher muss ich die jetzt nicht komplett zeigen. Aber ich werde das nächste Rennen, das ist nämlich in Zandvoort in den Niederlanden, das ist die neue Strecke, die mit hinzugekommen ist, die werde ich dann auf jeden Fall wieder ganz zeigen. Also da könnt ihr schon mal wieder darauf einstellen, dass das Rennen komplett gezeigt wird. Hier in China, da werde ich ein paar Highlights zusammenschneiden. Und genau, so sieht's aus. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir schauen mal, wie das hier im Blitzqualifying läuft. Eine Platzierung irgendwo vorne wäre natürlich ganz nice. Und vielleicht auch mal wieder ein Sieg. Wir haben ja im letzten Rennen eigentlich ganz gut performt in Hanoi. Dieser eine Kratzer da vorne am Frontflügel, der hat uns das leider wieder ein bisschen zunichte gemacht. Aber trotzdem war das ansonsten ein richtig gutes Rennen. So, und jetzt schauen wir mal hier auf der langen Geraden, wo man einen schönen ERS und DRS natürlich dann kriegt. Ja, vierter Platz sind wir momentan. Der Bottas, der eilt uns da vorne weg. Jetzt kriegen wir nochmal DRS. Aber das wird uns, glaube ich, nichts nützen. Ich glaube, wir können zufrieden sein, wenn wir so Vierter oder Fünfter werden. Ich glaube, besser wird das dieses Mal leider nicht. Da kann ich auch nichts für. Ich habe am Anfang da ein bisschen viel Geschwindigkeit verloren. So, Zweiter momentan. Mal gucken. Den Bottas kriegen wir nicht mehr. Aber vielleicht werden wir ja Zweiter, Dritter oder Vierter. Letzte Kurve haben wir gut genommen. Nochmal DRS mitnehmen. Und jetzt sind wir bislang... Ah, Dritter. Okay. Wir waren Zweiter. Jetzt sind wir Dritter. Und das ist auch eine richtig gute Position, wie ich finde. Aus der zweiten Reihe. Ist gar nicht mal so schlecht. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und der Glückspilz. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Was sehr interessant ist, drei Teams beherrschen die ersten drei Reihen. Mercedes, Ferrari und Red Bull. Dann haben wir Perez dahinter, der auch eigentlich in den letzten Rennen relativ gut performt hat. Sainz genauso, Lando Norris ebenfalls. Ricciardo ist ein bisschen nach hinten gefallen, der hat jetzt aber das Team gewechselt, sehe ich gerade. Bei Renault war ja schon zu Saisonbeginn so. Gucken wir mal, wer hinten noch so ist. Latifi, George Russell, okay, das sieht normalerweise relativ okay aus. Vorne der Abstand, der ist 0,4, 0,45, 0,49. Also das verspricht doch ein heißes Rennen zu werden, obwohl es bewölkt sein soll in China. Egal, fangen wir an. Und ich schau mal und ich hoffe aufs Beste. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Ja, ich finde auch so von der Performance her war das relativ gut. Ich gucke jetzt gerade nochmal auf die Rennstrategie hier. Die ersten vier Runden mit Soft und dann wechseln wir auf die Mediums. Ja, das ist von der Zeit her, ist das ein bisschen schneller. Soll das wohl so sein? Wir fahren bei bewölktem Wetter. Benzin lässt jetzt auch so weit. Okay, ich werde euch jetzt die ersten zwei Runden, denke ich mal, mitnehmen. Also die werde ich noch ungeschnitten lassen und dann schneide ich halt, je nachdem, wie ich da Gefühl für habe, ein paar Highlights mit rein und schalte mich dann am Ende nochmal rein oder beziehungsweise auch dann, wenn es in die Box geht, so wie im letzten Projekt auch und dann halt am Ende nochmal die letzten beiden Runden, wenn es dann nochmal drauf ankommt. Deswegen würde ich sagen, starten wir rein. Ich wünsche mir einen guten Start. Euch wünsche ich viel Spaß beim großen Preis von Shanghai hier. Viertes Rennen. Ich würde sagen, auf geht es. So, gleich mal ein bisschen ERS geschaltet. Gut weggekommen. Achtung zwischen Hamilton und Valtteri Bottas. Oh, jetzt bleibe ich mal hier außen. Da riskiere ich nix. Da riskiere ich nix. So, wir sind aber Zweiter. Wir haben Hamilton überholt. Den haben wir aber noch neben uns. Oh, relativ knapp. Aber gut gemacht. Perfekt. Gut weggekommen vom Start. Die gelingen mir bislang in der Saison relativ gut, muss ich sagen. Achtung, Hamilton greift links wieder an. Ja, da bremsen wir mal. Da bleiben wir mal hinter ihm. Da will ich ja auch dieses Jahr jetzt mal ein bisschen vernünftiger werden, dass ich nicht mehr alles hier riskiere. Auf derselben Position. Nicht großartig, aber auch nicht schlimm. Bleib konzentriert. Genau. Wir haben ja gerade mal ein paar Meter erst gefahren. Von daher, da kann auch einiges passieren. Solange mein Frontflügel heil bleibt und wir dieses Mal auch einen relativ schnellen Boxenstopp hinkriegen, bin ich da eigentlich relativ zufrieden mit. So, jetzt haben wir unseren Teamkollegen hinter uns, Vettel. Dahinter dann die beiden Red Bulls. Gehe ich mal von aus. So, und auf der langen Geraden schon einmal ERS verwenden. Warum nicht? So, jetzt zum Beispiel diese lange Halbkurve hier. Und dann geht es halt nochmal auf diese lange Gerade. Und da gibt es halt auch Spitzengeschwindigkeit von bis zu 330 Kilometer, Stundenkilometer dann. Wenn wir DRS dann auch noch haben, jetzt schalte ich es mal aus. Vettel konnten wir ein bisschen auf Distanz halten. Achtung. Hier wirklich nicht zu spät bremsen, damit man wieder
gut aus der Kurve rausfährt. So, die zweite Runde nehme ich euch jetzt auch nochmal mit. Und dann, wie gesagt, werden hier ein paar Highlights erscheinen. Dann nehme ich euch mit in die Boxengasse und dann schalte ich mich nochmal rein, wenn es dann auf die letzten beiden Runden geht. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Jetzt schon, ja. Ich glaube, nach 4 oder 5 Runden ist es dann schon soweit, dass wir dann in die Boxengasse gehen. Deswegen sehen wir zu, dass wir dranbleiben an Hamilton und an Bottas. So gut, wie es halt eh und je geht. Oh, kurze Lex hier zwischen. Was soll das denn? Das Spiel will uns doch jetzt hier wohl nicht aufhalten. Und uns dann um eine bessere Platzierung bringen. Das wäre natürlich nicht so schön. So. Ich finde es auch merkwürdig, dass es hier bedeckt ist. Normalerweise scheint doch immer die Sonne hier in China. Ein Regenrennen hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Oder im Training zumindest. Also jetzt nicht hier in F1 2020, sondern in F1 2019, glaube ich. Gut, ideal fahre ich jetzt gerade auch nicht. Das merke ich gerade. Ich verliere auch ein bisschen an Zeit. Bin jetzt schon 1,7 Sekunden hinter Hamilton. Und halt auch nur 0,4 vor Vettel. So, jetzt müssen wir hier wieder gut rauskommen. Oh, das schaffen wir wieder nicht. Das schaffen wir wieder nicht, aufgrund oder trotz des ERS. Oder vielleicht auf der langen Geraden. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen haushalten, ein bisschen sparen mit dem ganzen Ding hier. So, Vettel haben wir jetzt auf 0,9 Sekunden wieder weg. Eine Sekunde, aber das ist natürlich noch nicht so viel. So, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß jetzt mit den Highlights und dann sehen wir uns wieder, wenn ich dann in die Boxengasse gehe. Also, gutes Rennen und viel Spaß! Das Boxenstoppfenster ist geöffnet von Runde 4 bis Runde 7, aber wir fahren natürlich jetzt gleich schon rein. Bottas hat sich vorne ein bisschen abgesetzt von Hamilton, der ist jetzt 2 Sekunden vor ihm. Wir haben nach wie vor Vettel und Verstappen im Rücken. Die können DRS verwenden, ich leider nicht und deswegen muss ich mich jetzt bis zur Box noch verteidigen, zusehen, dass mein Frontflügel heile bleibt und dass wir dann mit den Mediums, die wir haben, dass wir die schnell auf Temperatur kriegen und dass wir dann uns wieder vorne irgendwo einreihen. Dann könnte das heute echt mal wieder ein Rennen werden, wo wir aufs Podium fahren. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Ja, das ist klar, das merke ich jetzt schon. Aber auch so ein bisschen an Geschwindigkeit habe ich das Gefühl. Ich bin nicht mehr so fix unterwegs wie noch zu Beginn. Ich spüre ja auch schon die Verfolger hier im Nacken, das war auch nicht gut gemacht. Die Kurve muss ich auch ein bisschen anders nehmen. So, Vettel ist jetzt hinter uns, der wird nochmal DRS gleich kriegen auf der langen Geraden hier. Aber das ist ja egal, wenn wir in die Boxengasse reinfahren, das holen wir, denke ich, dann in der Runde danach wieder auf. Oh, gar nicht gut. Die habe ich nicht gut genommen, die Kurve, Achtung. Gibt es da keine Strafe? Ich war doch jetzt gerade außerhalb des Feldes. So, Vettel kriegt jetzt natürlich DRS, aber das wird nicht reichen. Der kommt ran, 0,6, 0,5. Schafft er aber nicht. Dann ist er lebensmüde, wenn er das jetzt noch versucht. So, einmal hier rum und dann ab in die Boxengasse. Und zwar hier, einmal geradeaus. Ich glaube, Valtteri Bottas fährt rein, oder? Nee. Ich weiß gar nicht, wer reingefahren ist. So, nicht über die Markierung fahren. So, zack, das macht er von alleine. Gut, also wir sind der erste von denen da vorne. So, ohne Frontflügelschaden. Das sehe ich immer sehr gerne. Ohne Frontflügelschaden, zack, jetzt gilt es. Ein schneller Boxenstopp, 2,8 Sekunden. Wir sind auch bislang die Einzigen, die reinfahren, ne? Schaut mal, haben wir vielleicht die beste Strategie gewählt? Wir fallen auf den letzten Platz zurück, das ist ja krass. Das ist krass. Letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Das hätte ich nicht gedacht, aber gut, vielleicht hat sich mein Team da so ein bisschen was, oh, Vorsicht, ein bisschen was überlegt durch die ganzen Daten, die wir im Training gesammelt haben. Jetzt sind wir momentan Letzter. Ich nehme euch jetzt nochmal diese und die nächste Runde mit, weil ich mal sehen will, wie sich das verhält. Wie dann so die anderen sich in der Boxengasse verhalten. Also wir werden auf jeden Fall wieder, denke ich mal, unter den ersten 5 mindestens landen. Aber ich möchte auch meinen dritten Platz zurückhaben, sehr gerne. Da kommt es halt jetzt drauf an, wie gut wir fahren. Ja, wenn wir weniger Fehler machen, das wäre ganz gut. Ja, mit den Mediums habe ich jetzt auch wieder in den Kurven hier bei hoher Geschwindigkeit mehr Grip. Das merke ich einfach. So, vor uns haben wir Latifi, also DRS werden wir nicht kriegen. Aber jetzt wird es gleich interessant, wer von denen da vorne in die Boxengasse geht. Also Vettel, denke ich mal, wird reingehen. Vielleicht hat Mercedes eine andere Strategie. Vielleicht gehen die erst später rein oder auch gar nicht. Ich glaube, du musst mindestens
einen Boxenstopp machen. Das ist halt jetzt wieder die Frage und das Ding mit der Regel, das weiß ich leider nicht. Aber ich glaube, du musst mindestens einen Boxenstopp erledigen. So, da geht auf jeden Fall schon mal ein Mercedes rein. Vettel ist in der Boxengasse, das wird wahrscheinlich relativ schnell gehen. Jetzt ist es halt interessant zu sehen, wie schnell wir das hier hinkriegen, wenn wir auf Start und Ziel sind. Ob er vor uns rausfährt oder ob wir es schaffen. Jetzt schalte ich mal ERS ein. Das wird mega, mega spannend. Die sind fertig in der Box, sehe ich schon. Jetzt kommt es halt drauf an. Wir haben DRS. Das verwenden wir auch gerade mal. ERS haben wir auch. Da fahren sie jetzt alle raus. Und ich denke mal, wir kommen hinter Vettel ganz knapp raus. Oh, da kommen sie alle. Vettel ist da. Und wir sind vor Vettel. Wir sind Elfter. Vettel ist Zwölfter. Das war ganz schön knapp. Jetzt haben wir Latifi. Oh, der uns hier so ein bisschen auffällt. Der muss aber in der nächsten Runde an die Boxengasse. Ah, nichts riskieren. Ich sag nur Frontflügel. So, die nächste Boxenstopp-Phase warten wir auch nochmal ab und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze auswirkt. Oh, Latifi muss uns eigentlich Platz machen. Komm, wir sind schneller. Da müssen wir jetzt eigentlich irgendwie vorbei. Ich gucke mal, wie man das macht am besten. Ah, der hält uns hier auf. Wir müssen mal hier außen vorbei. Ich muss leider mal von der Ideallinie abweichen. So, Latifi, schönes Überholmanöver. Genau, der hält jetzt ein bisschen Vettel auf, aber der zieht auch locker vorbei. Gleich, guck mal, der macht ja schon Platz für Vettel. Das kostet den natürlich auch ein bisschen Zeit, aber das tut uns ja nicht weh. So, ERS einschalten. DRS werden wir nicht kriegen. Hamilton ist vor uns. Davor Giovinazzi. So, und jetzt ist natürlich Bottas drin, aber der zweite Red Bull wird jetzt auch reinfahren. Vorne Hamilton ist an Giovinazzi vorbei. So, und dann sind wir nach der Hälfte des Rennens eigentlich doch immer noch gut mit dabei. Wenn die anderen jetzt in die Boxengasse reinfahren, sollten wir wieder unseren dritten Platz kriegen. Ja, und Bottas ist schon längst fertig. Schade, den kriegen wir nicht. Ah, das ist so ärgerlich, dass wir den nicht kriegen. Achtung, keine Strafe. Naja, dann gucken wir mal. Wir kommen auf Position 3 wieder raus, ne? Ja, also alles wie gehabt. Alles wie vorher auch. Und dann schauen wir mal, was noch so geht im Kampf. Ja, um den Sieg vielleicht. Zwei Runden vor Schluss sieht es also ganz nach einem Doppelsieg für Mercedes aus. Also Bottas und Hamilton, die fahren zurzeit wirklich in ihrer eigenen Liga. Dann sind wir aber noch auf dem dritten Platz. Wir müssen uns aber stetig gegen Vettel und gegen Verstappen hier verteidigen. Ich habe auch das Gefühl, ich werde von Runde zu Runde langsamer. Ich kann nicht sagen, woran es liegt. Ein, zwei kleinere Fahrfehler hatte ich drinne. Da war Vettel auch kurz am Überholen. Beziehungsweise kurz vorm Überholen. Aber noch kann ich das Ganze hier verteidigen. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich das gleich in der letzten Runde auch noch hinkriege. Und dann ist das doch ein super Rennen gewesen. Von der 3 gestartet, auf Position 3 dann ins Ziel. Das hätte doch was. Damit wäre ich vollends zufrieden, wirklich. Das wäre genau die Position, die ich mir in jedem Rennen erhoffe. Besser geht immer, ganz klar. Aber ihr seht, von der Zeit her... Zum Auto vor uns beträgt 7,4 Sekunden. Das ist ganz schön viel. So, hier muss ich jetzt natürlich mit dem ERS ein bisschen Gas geben und auch ruhig mal das höhere Benzingemisch nehmen, um uns hier zu verteidigen. Das kriegen wir hin. Vettel, der kriegt halt immer Verstappen in den Rücken, weil der DRS bekommt. Und muss sich verteidigen. So, jetzt haben wir auf der letzten Runde gleich nochmal das restliche Benzin, was wir dann nehmen. Dann gehen wir nochmal auf Fett. ERS werden wir dann auch nochmal an gewissen Stellen benutzen. Und dann wird das, denke ich, ein weiterer Sieg von Valtteri Bottas, der bis auf den ersten Grand Prix dann alles gewonnen hat. Und das heißt, er fährt einfach gut. So, letzte Runde. Auf geht's. Und dann verteidigen wir jetzt noch diesen dritten Platz. Sehen zu, dass wir hier möglichst heile ins Ziel kommen. Apropos heile, mein Frontflügel ist in diesem Rennen auch heile geblieben. Das finde ich super. 1,3 Sekunden. Ja, also wenn wir jetzt wirklich keine gröberen Fahrfehler mehr machen, dann wird Vettel noch einmal ein bisschen Probleme mit Verstappen kriegen. Aber wir, denke ich, sollten da keine Probleme mehr bekommen. Unsere beste Rundenzeit war bei 1,36. Bottas hat die schon in der ersten Runde, glaube ich, aufgestellt mit einer 1,34. Da waren wir ja auch kurz davor, mal vorbeizuhaschen. Aber gut, jetzt verbessern wir mal nach und nach unsere Komponenten. Ich habe gesehen, hier unsere ganzen Werte hier oder unsere ganzen Komponenten, MG, UH und Verbrennungsmotor und Getriebe, da müssen wir dann auch mal gucken, dass wir die mal irgendwann auswechseln. So, jetzt aber.
gut hier rauskommen. ERS einschalten, das fette Benzingemisch, das benutze ich jetzt bis zum Schluss und dann verteidigen wir uns hoffentlich nochmal. Vettel hat auch DRS. Das ist jetzt die letzte heikle Phase hier. Aber er kommt nicht ran. Selbst mit DRS wird er hier nicht mehr rankommen. Achtung, nicht zu spät bremsen. Dann nochmal eine Rechtsschikane. Eine letzte Linksschikane und dann gewinnt Bottas den großen Preis von China. Und wir beenden das Rennen auf einem guten und souveränen dritten Platz aufs Podium mit uns. Gut gemacht, tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Das Konstrukteursteam wird sich freuen. Das war ein tolles Rennen und eine anständige Teamleistung, die hier in Shanghai zum Sieg geführt hat. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Ohne Frage Valtteri Bottas. Er hat eine souveräne Leistung gezeigt, dass das Publikum für den Großteil des Rennens gefesselt hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, und vor allem sehr wild, dass die ersten 6 Plätze wirklich auch so geblieben sind. Also zweimal Mercedes, ein Doppelsieg, dann wir auf dem dritten Platz. Finde ich richtig super. 15 Punkte haben wir geholt. Ja, Bottas und Hamilton fahren halt zurzeit auch in echt in ihrer eigenen Liga. Da gucken wir mal. Sainz hat ein paar Plätze gewonnen. Ricciardo, so viele Veränderungen gab es gar nicht so von den Positionen her. Latifi ist auf die 20 gerutscht von der 18. Giovinazzi hat einen Platz gewonnen. Lance Stroll, habt ihr ja gesehen, war wohl Fahrer des Tages von der 19 auf die 15. Und es gab keine Ausfälle, sehe ich gerade. Also, jeder ist ins Ziel reingekommen. Schauen wir kurz auf die Rangliste drauf. Da hat uns Hamilton jetzt überholt, hat 63 Punkte, Bottas vorne 94 Punkte. Das ist momentan das Maß aller Dinge. Aber ich denke, wenn wir hier auch unter den ersten 3 oder unter den ersten 5 landen, ist das für mich auch okay. Also, klar, Weltmeister werden ja schon schön und gut, aber man muss das Ganze mal realistisch sehen. Zweiter sind wir mit Ferrari, vorne nach wie vor Mercedes. Da müssen wir mal gucken, vielleicht im Laufe der Saison, wenn wir unsere Komponenten verändern, wenn wir bessere Sachen kriegen, ob wir da vielleicht das ein oder andere Rennen dann auch nochmal gewinnen. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part beim großen Preis von Zandvoort in den Niederlanden wieder. Das Rennen zeige ich dann wieder komplett, weil das ist ja eine neue Map. Und die würde ich gerne komplett zeigen und danach muss ich mal gucken, Highlight und vielleicht komplett im Wechsel oder zwei Rennen, zwei Highlights, das muss ich mir nochmal überlegen. Also danke fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder im nächsten Part, hoffentlich wieder mit euch, macht's gut und ciao.